Ein trinkbares Medikament enthält 2,5 Milligramm Wirkstoff pro Tropfen. Bedenkt man, dass die maximale Tagesdosis 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht beträgt, wie viele Tropfen darf ein Patient von 75 Kilogramm maximal pro Tag einnehmen? Hier können wir mit dem Dreisatz arbeiten. Wir wissen, dass 2,5 Milligramm in einem Tropfen enthalten sind. In der linken Spalte werden wir jetzt durch 5 teilen, um 0,5 Milligramm zu erhalten. Also müssen wir rechts ebenfalls durch 5 teilen. So erhalten wir ein Fünftel von einem Tropfen. Jetzt müssen wir links mit 75 multiplizieren, also auch rechts. Und so erhalten wir rechts ein Fünftel mal 75 Tropfen, das heißt 15 Tropfen. Und demzufolge ist C die richtige Antwort.